Jo, halt zurück zur Metro. Wir sind hier jetzt in so einer neuen Halle. Ist, glaube ich, alles nicht so lustig. Hier müssen wir mal irgendwie durchschleichen, glaube ich. Alles hell erleuchtet ist natürlich nicht so gut. Kann ich da auch noch irgendwo lang? Okay. Okay. Was ist das? Ich fand die Schalldämpfer knarrer, aber irgendwie cooler. Was habe ich denn noch hier? Achso, zweimal Schrote ist natürlich blöd. So, die haben wir. Und was schießt die? Alles zu, okay, ich kann hier durch, cool. Okay, da hinten steht einer, da stehen. Kann man nicht durchschießen, ne? Nee. Kann ich da hinten wieder hoch, wo der Typ war? Scheinbar schon, ne? Da komme ich hoch, okay. Alter, treffe ich den jetzt mal? Alter. 14 Messer hier drin, wo sind die? Noch eins? Wow, es sind ganz schön viele, ne? Und vergesst nicht, dass wir uns gegenseitig Rückendeckung geben müssen. Mann, bin ich shitty, ey. Wo sind die denn? Nachladen. Ja. Da ist auch noch einer, da auch noch. Alter. Alter. Das ist schlecht, das ist schlecht. Raus hier, raus hier. Boah, blendet der Shit. Hi. Scheiße. Okay, also jede Menge Typen hängen hier in der rum. Jetzt mal ein bisschen rumgucken. Yes. Die sehen mich jetzt erstmal nicht nervös, sind das drei, ne?
Der andere Sprint ist zu. Die sagen, er wird hängen. Ich habe genug Hinrichtungen gesehen. Obwohl, ich sollte meinen Sohn vielleicht mal zu einer mitnehmen. Er benimmt sich in der Schule immer daneben. Ich sollte ihm mal zeigen, was schlechte Schüler können. Und was, wenn sie... Komischer Teddy, naja. Im Leben nicht. Hey, was zum Teufel war das? Nichts zu sagen. Sie sollte besser mal in Schuhe schauen. Sie macht sich also. War das ein verdammter Geist oder was? Was? Scheint also. Scheiße, hier. Da muss ich wohl mal nachschauen oder einlösen. Irgendjemand hat sich hier bewegt. Sich gar niemand bewegt. Oh, das sind gleich zwei, scheiße. Muss jetzt noch nicht. Hey du Freak, komm langsam und mit den Händen über den Kopf raus. Oh. Denn alle irgendwo da hinten rum, ne, glaube ich. Da ist er, okay. Oh, Hemdchen aus, Mann. Kann ich irgendwie mal rauf da? Ja, doch hier.
Okay, da haben wir noch einen Fahrstuhl. Was der jetzt alles mit sich rumschleppt, Junge. Glaub nicht. Okay, soweit so gut. Also hier sind wir durch. Da hätten wir noch runtergekommen. Ja, sind wir rauf, oder? Nee, hier sind wir gar nicht. Oh, was ist mit dem passiert? Wo wäre denn das gewesen hier? Okay, da kann ich auch noch einmal rumlaufen. Wow. Okay, und hier kann ich wieder rauf. Ah, okay. Komme ich unter der Treppe? Oh. Okay, oben war ja noch die Funkerkiste, da war ich jetzt nicht drin, aber das bringt mir nichts. Kann man mal da. Gehe ich hier nochmal rauf eben. Fahrstuhl. Oh, wer ergibt sich? Der Typ hier? Ich lege jetzt meine Waffe weg und komme raus. Nicht schießen! Okay. Okay, da unten geht die Tür auf, alles klar. Was hätte denn der Fahrstuhl gebracht? Gar nichts. Okay. Gucken wir nochmal eben rein. Oh, Schlüssel wofür? War hier irgendwo irgendwas abgeschlossen? Lass mich kurz überlegen. Das habe ich auch übersehen. Dann wahrscheinlich hier irgendwo, ne? Ah, das nehmen wir gerne mit. Oh, shit, wo denn? Ach, die, vielleicht die Spinde? Nö. Die auch nicht. Hier oben war aber auch nichts, ne? Irgendein komischer Tresor oder sowas. Ne. Okay, aber vielleicht brauche ich den für irgendeine Tür noch oder so. Mal gucken. So, hier kann man... Ach, da ist ein Tresor. Ne, sorry, dachte ich. Da, aber da. Was ist das da? Das rote? Nix. So, sonst alles klar. Hier, jo. Okay, den Tresor haben wir auch offen. Cool, das ist gut. So, da drüben und hier ist die Tür aufgegangen. Hier geht's dann weiter. Okay, schauen wir da nochmal durch. Wacht auf, verdammt, dieser Erd! Wie steht's mal noch zu?
Wow, okay. Das war dann mal so eine Art Bombe, die ich nicht gesehen habe. Was für eine Falle. Shit. Mann, ey, man muss da lange aushalten. Tut mir leid. Nicht ganz gerafft, wie ich ihn befreien konnte. Ja, weg. Okay, die kommen hier wohl durch. Abflug. Abflug. Komm schon. Hier durch. Okay, nicht hier durch. Doch. Glück. Ich zog Pavel aus der Schlinge und er sagte, dass er mich so nah wie möglich an die Police heranbringen würde. Dann werde ich den Orden kontaktieren und von den Geschehnissen berichten. Der Weg zum legendären Theater führt durch die Katakomben. Ich war noch nie zuvor hier und ohne meinen neuen Freund wäre ich vermutlich völlig verloren. Ich hoffe, er kennt den Weg. Ha! So macht man das! Genau wie die drei Musketiere, was? Wenn es nur zwei wären. Hast du das Buch mal gelesen? Echt verwirrend. Aber ich habe es gelesen. Absolut. Ich wollte immer Arthur sein. Du kannst dein Kanon sein, hm? Du kannst aber mal ein bisschen deine Klappe halten. So, ich würde mal sagen, ja, Zeit ist knapp. Kurechi, machen wir aber erst später. Also, bis dann. Ciao.